Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Saints Row 2 mit mir, Suicide Cat. Ja, wir holen uns wieder unseren Bootleger, unser geil getuntes Auto. Dann müssen wir uns auch mal irgendwann andere Autos holen, die geil sind und auch mal ein bisschen auftunen. Und ich würde sagen, wir begeben uns direkt zum nächsten Ort der Bruderschaft. Upsala. Ja, eigentlich wollte ich die Person gerade gar nicht umfahren, aber es ging wohl nicht anders. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir diesmal erledigen werden. Was ist das für ein Shop? Sad Panda. Trauriger Panda. Ja, das trifft es doch ganz gut. Also, los geht's. Der Feind meines Feindes, die Bruderschaft. Tell me you didn't pick this place just so you could play that stupid game. No, I picked this place so we could play this stupid game. This gang shit's got you a little stressed out. You need to relax. By playing skee ball. Oh, yeah. You know, most people just smoke pot. Right. And then they go play skee ball. Fuck it. So did you hit the docks like I asked? Wait, what? After the Feed Dogs concert, I called you to look into the docks and you said... Look, I gotta be honest. I was really stoned. You gotta be kidding me. Yeah, I totally am. One of the dock workers just called and said this big guy with tattoos and a scarred face was shaking people down trying to find out when some shipment was rescheduled to arrive. Why would Mero need to ask about the time of his own shipment? I don't know, maybe it got delayed. And you're sure this big guy with tattoos is Mero and not just some biker guy? I'd bet my life on it. Deal. Wait, hold up. What do you mean deal? Nice. I got some more dirt on the shipment. Hold that thought. I got another call. Hello? Okay. I just got some more info on Mero's shipment. Great. What'd you find out? Mero's bought enough guns to take over something that needs a lot of guns to take over. The point is that if you get to the cargo hold, you should find some nice toys to play with. Thanks for letting me know. Bye, boss. You there? Mero's got a shit ton of ammo stashed in the... I know all about it, Pierce. Shonda gave me an update. Are you fucking kidding me? I'm the one who told Shondi about it. Girls don't like jealous boys, Pierce. You gotta relax. Yeah, Shondi weiß alles von Pierce und Pierce ist angepisst. Finde ich irgendwie nice. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wir sollen einen Weg finden, darüber zu kommen, wie es aussieht. Okay. Alter, du kannst doch da nicht einfach umdrehen wollen. Verrückter Hund. Also gut, wir werden abkürzen. Schauen wir mal, ich kann ja nicht fliegen, haben wir ja schon gelernt, aber ich werde es auf jeden Fall wieder versuchen. Ja, also den Heli würde ich gerne nehmen, aber der steht leider nicht zur Verfügung. Wetten, da steht jetzt wieder so ein abgefucktes Flugzeug. Nein, es ist ein Heli. Nice. Das freut. Okay. A, aufsteigen, X, absteigen, Hubschrauber drehen. Ja, ist okay. Wow, nicht gegen das Haus fliegen. Ja, also bisher schlage ich mich doch noch ganz gut mit dem Fliegen. Hoffen wir mal, dass es jetzt so bleibt.
Es geht schließlich um die Lieferung, um die vielbeschworene. Da hätten wir ja auch schon das Schiff. Alter, lass mich doch in Frieden. Und du wirst gegen den Heli fliegen. Bams. Nice. Eliminiere das Ultra-Sicherheitspersonal, aber mit größtem Vergnügen. So, jetzt mal noch kurz die Waffen einsammeln. Alter, haben die hier alle Raketenwerfer? Sind die nur mal ganz sauber mit dem Raketenwerfer auf einem Schiff auf mich zu schießen? Okay, ich muss nach oben kommen. Irgendwie. Gut, Leitern können wir in diesem Spiel ja nicht hochsteigen, also innen durch. Ja, das würde ich doch auch sagen, dass du nicht mit dem Raketenwerfer auf mich schießt. Oh Mann. Headshot. So, hier drüben steht noch einer. Na komm, steh auf. Dich schnapp ich mir. Du fliegst ins Wasser. Scheiße, kann der Typ schwimmen? Sag bloß, Ultra schickt Verstärkung. Ja, wie es aussieht, sieht's so aus. Autsch, das tat weh, aber es ging noch. Okay, da ist die Landungsbrücke, da kam ein Boot. Nein, da kommt keiner hoch. Alter, wo sind die? Unter Deck. Werde ich dafür sorgen, dass sie da nicht mehr lange sind. Wie kannst du mir einfach in den Rücken schießen? Friss das! Und du auch. Nice, der Feind meines Feindes. Alter, ist das eine riesen Waffenlieferung. Geil. What's up? Are you okay? I'm fine. What's up? I was listening in on the police scanner and the Coast Guard is reporting a lot of Brotherhood are coming towards you. You sure? I'm fine, Shandi. Suddenly I'm not so worried about the Brotherhood. Ach, ich habe Panzer fast voll. Munition für Sturmgewehr nehmen wir auch noch mit. Habe ich wahrscheinlich auch noch voll. Und jetzt geht's nach oben. Macht euch auf was gefasst, ihr Bruderschaftstypen. Scheiße, daneben.
Okay, das war kein schlauer Schachzug. Ich würde sagen, die machen wieder platt, die Bruderschaftstypen. Weder Ultor noch die Bruderschaft bekommen diese Lieferung. Das ist meine Lieferung. Scheiße, wieder daneben. So, mit Kanonen auf Spatzen schießen. So sieht's aus. Oh, scheiße, das war kein guter Schuss. Ach du Scheiße. Und ich dachte, ich schieße jetzt auf den Heli. Den Heli hole ich mir runter. Das war doch ein leichtes Bandenfahrzeugkill, Bandenkill. Nice. Nächste Welle in 10 Sekunden. Kann ich mich nochmal aufmunitionieren? Ja, kann ich. Perfekt. Jetzt können die Schweine kommen. Ihr bekommt diese Lieferung nicht. Nur über meine Leiche. Verdammt, ich sollte in Deckung gehen. Ganz kurz. Ganz kurze Verschnaufpause. Timeout. Und jetzt könnt ihr wieder kommen. Genau. Wo seid ihr denn alle? Bruderschaftsmitglieder? Okay, jetzt haben wir noch 3 Helikopter. Okay, der ging eindeutig daneben. Egal, den erledige ich mit meinem Sturmgewehr. Erster Helikopter am Boden. Nice. Und die anderen 2 Helis hole ich mir auch noch.
Okay, und jetzt werde ich mal noch was ganz Besonderes machen. Einen ganz besonders raffinierten Kniff. Ich habe ja nämlich keine Munition mehr und ich weiß nicht, wenn das der letzte Helikopter ist, kriege ich vielleicht auch keine Munition mehr. Also werde ich jetzt vorher noch aufmunitionieren. Sturmgewehrmunition nehmen wir mit. Ja, nimm mit, was geht. Gut, und jetzt kümmern wir uns um den Heli, dass ich danach auch noch Munition übrig habe für weitere Missionen. Komm her, du dämlicher Heli. Sehr nice. Nächste Welle in 10 Sekunden. Okay, war anscheinend noch nicht die letzte Welle. Dann hole ich mir nochmal Munition. Die machen wir fertig. Haha, wie ist der aus dem Heli ausgestiegen? Rächerjacke, du hast nun eine spezielle Lederjacke freigeschaltet. Sehr nice. Können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ich gehe mal ganz kurz Munition auffüllen, die können mir ja nachkommen. Boah, das ganze Schiff ist voll von diesen verdammten Bruderschaftsvollidioten. Nice, Kopfschuss. Alter, ist ja gar nicht übertrieben, was die hier an Helikopter rumfliegen haben. Vielleicht soll ich doch mal ein bisschen mit der Panzerfaust spielen. Also Heli, wo bleibst du? Schade daneben. Ein bisschen höher, aber er kommt wieder. Nein! Bisschen zu spät, bisschen zu falsch gezielt. Ja, aber jetzt.
Jetzt haben wir ihn. Verdammt! Aber den werde ich noch kriegen. Deswegen weiter nach außen zielen, warten, bis er wiederkommt. Um Haaresbreite vorbei. Okay, aber diesmal muss ich treffen. Nein, wieder nicht getroffen. Okay, scheiß drauf. Sturmgewehr her. Den holen wir anders vom Himmel. Sind ja jetzt nur noch so dämliche Hubschrauber, die machen uns jetzt zum Glück keinen Schaden. Hahaha, Kopfschuss. Nice. So, noch mal ein bisschen Munition holen. Warte, laden wir die andere Waffe auch noch auf. Ja, ist voll, perfekt. Und jetzt ran an den Speck. Nice. Auftrag die Bruderschaft. Der Feind meines Feindes geschafft. Gibt uns 12.500 Tacken. Weapon Shipment hijacked. Nice, 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 nice. Die Lieferung hätten wir nun auch in unserer Hand. Und dann würde ich sagen, dann stelle ich doch mal nochmal meine Flugkünste unter Beweis. Ekanto wird angegriffen. Was heißt das jetzt für mich? Dass ich auf jeden Fall mal nach Ekanto fliegen werde. Dass die Bruderschaft auch nicht gut sein lassen kann. Ich wette, das ist die Bruderschaft. Sind bestimmt sauer, weil ich ihre Waffen abgegriffen habe. Während eines Rückschlags versucht eine Bande ihre Nachbarschaft zurückzuerobern. Die umkämpfte Nachbarschaft blinkt auf der Karte. Um die umkämpfte Nachbarschaft zurückzuerobern, musst du dort den gegnerischen Anführer, der auf der Minikarte angezeigt wird, ausschalten. Solange dir dies nicht glückt, erhältst du kein Geld für diese Nachbarschaft. Außerdem wirst du vermehrt auf gegnerische Bandenmitglieder stoßen. Hoppala! Also, wo befindet sich dieser Anführer, von dem diese Textnachricht gerade gesprochen hat? Mache dich über die nächste Gruppe Anführer her. Aber mit dem größten Vergnügen, das ist mein Bezirk, mein Viertel. Und das werde ich nicht einfach so aufgeben.
For sale! Jawohl, den Nachtclub kaufen wir auf jeden Fall. Nachtclub gekauft. 200 am Tag und jetzt gehen wir rein. Raus aus meinem Nachtclub. Ekanto, die Bruderschaft, Nachbarschaft zurückerobert. Nice. Sammeln wir noch kurz die Waffen ein. Was kann ich denn hier kaufen? Unzen, Schläge, ja. Ich habe ja noch ein bisschen was an Essen. Für den Fall, dass ich es mal brauche. Also, wir haben die Nachbarschaft zurückerobert. Wir haben uns die Ladung gesichert. Marrow wird kochen vor Wut. Aber ich würde sagen, das war's auch mit der Folge für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!